Deutschlandfunk Kultur Lesart. In Berlin begegnen sich in dieser Woche Autoren aus Deutschland und aus Israel bei den deutsch-israelischen Literaturtagen. Und einige der Autoren kommen aus misrachischen Familien, also aus Familien, die aus arabischen Ländern nach Israel eingewandert sind. Die Misrachi wurden in ihrem Land lange als Israelis zweiter Klasse behandelt. Und wie sie das beschäftigt, wie sie darüber schreiben, das wollte unser Kollege Carsten Dippel wissen. Berlin, an einer belebten Ecke im Prenzlauer Berg. Die Sonne scheint an diesem Mittag auf die Tische des Cafés. Der Dichter Matti Schmuelow trifft sich mit Hila Amit, die Kurzgeschichten schreibt. Die beiden leben seit etlichen Jahren in Berlin, wie tausende anderer Israelis. Hila und Matti sprechen über ihren kleinen Künstler- und Literatenkreis, den sie zusammen mit arabischen Autoren hier in Berlin gegründet haben. Heute in Israel, es gibt keine Verbindung zwischen Leuten, die sprechen Arabisch von meiner Familie, aber ich kann nicht Leute aus Syrien oder Iran in Israel treffen. Und heute hier in Berlin gibt es diese Möglichkeit und es ist wirklich sehr schön, dass wir können jüdische und arabische Leute hier treffen. Hilas Mutter wurde in Teheran geboren, ihr Vater in Damaskus. Zwei Länder, in die Hila aufgrund ihres israelischen Passes niemals reisen kann. Durch die festgefahrene politische Situation in Nahost wird Europa immer mehr zum Ort der Begegnung zwischen arabischen und israelischen Autoren. Wie Hila Amit zählt auch Matti Schmuelow zu den sogenannten Misrachim, Juden aus den arabischen Ländern. Die Ashkenazi lebten oben auf dem Hügel, wir die Misrachim und die Araber unten am Fuß des Berges. Die Mutter des Autors wurde in Bagdad geboren und kam kurz nach der Staatsgründung 1948 in den jungen jüdischen Staat. Die Stimmen der Misrachim wurden in der aschkenasischen, das heißt europäisch geprägten Kultur Israels wenig wahrgenommen. Ihre Mutter habe die Sprache, das Farsi, abgelegt. Ihr Vater seinen Namen. Sein Name war Abbas, ein arabischer Name, und er hat das verändert zu meinem hebräischen Namen, weil das war wirklich nicht so cool, einen arabischen oder einen Farsi-Namen zu haben. Und das sagt viel an die Situation in Israel in diesen Jahren. Ja? In ihren Geschichten gibt Amit nun den Marginalisierten eine Stimme. Nicht nur den Misrachim, sondern auch Palästinensern und immer wieder Menschen mit queerer Identität. Auch Matti Schmuelow verarbeitet in Hörspielen und Gedichten die Erfahrung als Misrachi. In seinem neuen Gedichtband Bagdad, Haifa, Berlin schlägt er einen Bogen zur eigenen Migrationserfahrung. Seit 7 Jahren lebt er in Deutschland, ist hier verheiratet, hat eine Tochter. Manchmal fühle er sich wie ein Fußballer ohne Club, sagt Matti Schmuelow. Das Gedicht fängt gleich an zu fallen, denn aufgab ich mein Leben auf Pfand, neues Leben zu finden in Berlin, sprachgebrochen Englisch, Deutsch, Hebräisch, 5 Schekel von 1 Euro, hab die jüdische Leitung gekappt. Mich von Mutter getrennt, von meinen Büchern, von der Liebe meines Lebens, den Buchstaben. Meine Freunde. In Israel sah Schmuelow die Misrachi-Poesie als eine Art dritten Weg zwischen Homer und Bialik. Hier in Deutschland sieht er sich als Judendichter. Nun lebe ich hier und versuche darüber zu sprechen, was es heißt, in Deutschland zu leben als Jude. In meiner Arbeit versuche ich, die Dominanz der europäischen Juden und ihrer Geschichte aufzubrechen, zu zeigen, dass es da auch noch eine andere jüdische Geschichte gibt, die der Juden aus dem Nahen Osten zum Beispiel. Darin ist er sich einig mit Sami Berdugo, einem weiteren Israeli, der derzeit in Berlin lebt. Herauszufinden, wie die Perspektiven jener Juden einfließen können, die aus arabischen Ländern stammen und einen gänzlich anderen Erfahrungshintergrund mitbringen, ist Teil des Schreibens von Sami Berdugo. About finding and trying to realize what is the Israeli identity. Ich versuche mir klarzumachen, was israelische Identität bedeutet. Wie sehen wir uns selbst mit Blick auf unsere Geschichte, die europäische, die afrikanische, aschkenasisch, misrachisch, mit Blick auf die vielen Konflikte, die arabische Identität,
die natürlich auch ein Teil von uns ist. Ich versuche, das alles zu verstehen. Je weiter er sich von Israel wegbewege, sagt der 1970 als Sohn marokkanischer Einwanderer geborene Berdugo, desto mehr schärfe sich sein Blick auf Israels zersplitterte Gesellschaft. In seinen Romanen und Erzählungen spielt die Erfahrung als Einwandererkind und Außenseiter eine zentrale Rolle. Sami Berdugo, von dem Sie zuletzt gehört haben, der ist auch bei den deutsch-israelischen Literaturtagen in Berlin dabei, genauso wie Mati Shmuelov.